Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, moin, liebe Stammis, da bin ich wieder. Ich bin am Start. Und mir gegenüber sitzt André Albers, der nur für diese Aufnahme noch aus dem wohlverdienten freien Tag ins Büro gekommen ist, weil uns die Relegation gestern Abend so elektrisiert hat. Ja, als ich gemerkt habe, mein VfL braucht meine Unterstützung in der Verlängerung, bin ich nochmal reingefahren mit dem Auto. Und ja, die Bochumer haben es gepackt. Wahnsinn. Aber erstmal, du warst ja jetzt eine Woche im Urlaub, ne? Italien habe ich gesehen. Ja. Ich habe den Stammis gesagt, irgendwo Italien. Was hast du gemacht? Erzähl mal. Wie war's? Sizilien, Ostseite der Insel, Avola, Ätna bestiegen, Taormina gesichtet. Ja, sehr schöne Insel, muss ich wirklich sagen, kann ich nur jedem empfehlen. Ich habe genächtigt auf einem Zitronenbauernhof. Toller Gastgeber, kann ich dir auch nur empfehlen. Wird deiner Freundin auch gefallen. Und mein Highlight war auf dem Rückflug. Erstmal hoffe ich, dass Ätna am Berg ist. Und Vulkan. Ja, okay. Und zweitens, was war auf dem Rückflug los? Bin eingestiegen und dann waren, ich sitze ja immer in einer Notausgangsreihe, buche mir ja aufgrund meiner Größe einen XXL-Platz. Ja. Und hinter mir saß jemand und schräg gegenüber von ihm war sein Kumpel, die kamen von einem Junggesellenabschied und haben sich gerade über Fußball unterhalten. Es ging um den BVB, offensichtlich beide BVB-Fans. Ja. Und ging dann so um Thema Podcast. Hm. Und dann ging es so BVB-Woche und dann noch ein Podcast von den Ruhrnachrichten, den der eine Kollege da immer gehört hat. Und dann habe ich mich umgedreht und habe gesagt, ich könnte dir noch einen Podcast empfehlen. Geh ja gar frei, so kann man ihn. Ja klar, irgendwo Werbung machen. Und dann meinte er so, ach ja, ja, welchen denn? Und ich sagte dann Stammplatz. Und dann sagte er, ein einziges zu mir, guckt mich an. Ja, den höre ich jetzt seit 2 Wochen. Ich so, ja geil, ich bin einer der Hosts. Und er guckt mich an, ja echt? Und dann hatten wir 3 so einen geilen Flug, haben uns 2 Stunden nur unterhalten, wirklich von Start bis Landung, haben das ganze Flugzeug gefühlt unterhalten. So cool über Fußball gesprochen. Ich wünsche den beiden auf jeden Fall viel Glück, weil dicke Borussia-Fans fürs Champions-League-Finale jetzt. Ja, und hat Spaß gemacht. Weißt du, so Stammplatz in der Luft. Also wenn es die Woche des Ruhrpots wird, dann ist es wirklich ein gutes Vorzeichen gewesen gestern Abend, muss man sagen. Ja, stimmt. Und damit lass uns zur Relegation kommen. Der VfL Bochum macht das Unmögliche möglich und stürzt Fortuna Düsseldorf, Paul Grotenburg, unseren Kollegen auch, oder Carsten Gorni, die ja bekennende Fortuna Düsseldorf-Fans sind, zurück ins Tal der Tränen. Fortuna bleibt drin in der zweiten Liga, der VfL Bochum auch. Jetzt kann man drüber diskutieren, verdient oder nicht verdient. Aber wenn du ein 3-0 im Rückspiel aufholst und dann das Elfmeterschießen gewinnst, ist super bitter, dass ein Elfmeterschießen entscheidet. Aber dann ist es so, dann bleibt Bochum zu Recht in der Bundesliga. Hat Max Backhaus noch Luft gekriegt im Stadion? Ungefähr. Unser Reporter, der war im Stadion, ihr könnt jetzt selbst mal reinhören. Er nimmt sich selbst so ein bisschen auf die Schippe. Bin ich gespannt. Ja, Kilian, du hörst es. Bochum hält die Klasse, das ist ja unfassbar. In der Sekunde verschießt, ich glaube, Tanaka war es am Ende, 14.11, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ey, unfassbar. Ich muss wirklich sagen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also damit habe ich nicht gerechnet heute, ich fühle mich leer und ich muss mich auch mal in den Dreck werfen. Ich habe offensichtlich überhaupt keine Ahnung von diesem Sport, ich habe absolute Scheiße geschrieben. Bochum ist mental am Ende nach dem Hinspiel. Aber aus dem Verein Zustimmung dafür gekriegt, aber gut, denkst du, heute also eine krassere mentale Leistung kann man nicht auf den Platz bringen. 3-0 aus dem Hinspiel aufgeholt, die Klasse jetzt irgendwie gehalten, es war eine unfassbare Leistung heute. Angeführt von einem überragenden Kevin Stöger mit einem Tor und 2 Vorlagen, jeweils für Philipp Hofmann. Ich glaube, heute wird das Bermuda-Dreieck in Bochum abgerissen, bis zum geht nicht mehr. Bochum hat zwar nichts reserviert, so wie die Fortuna, die haben hier einen Club gemietet für heute Abend. Vielleicht war es auch schon irgendwie in den Köpfen drin. Vielleicht waren sie sich zu sicher. Ich weiß es nicht. Ohne Witz, ne? Wir haben vorhin schon drüber geredet, wer zur Feier geht, wie lange die läuft, pipapo. Ja, Fußball schreibt immer wieder kranke Geschichten, heute auch. Ich könnte jetzt auch so viel Negatives sagen vom VfL. Die Saison war mies. Höchstwahrscheinlich wird trotzdem im Verein unfassbar viel passieren. Spieler werden gehen, Bosse wohl auch. Aber ey, ganz ehrlich, das ist heute völlig, völlig egal. Was für ein Stück Fußballgeschichte. Ob das Bermuda-Dreieck in Bochum noch steht, werden wir im Laufe des Tages für euch rausbekommen. Ja, es gibt nur eine Sache, die mich am Leben hält. Der VfL aus Bochum, der geilste Club der Welt. Das wird da oft gesungen, da bin ich mir sehr sicher. Aber ganz kurz, einmal zu Takashi Uchino. Das war nämlich der, der den Elfer verschossen hat. Boah, brutal tat er mir leid. Der arme Junge, Alter.
Ja, natürlich tut er dir leid und natürlich fieberst du da auch mit dem mit und es tut weh, aber der ist ja nicht der Alleinschuldige dafür, dass Fortuna Düsseldorf am Ende nicht aufsteigt. Sie hat 90 Minuten Zeit, einen 3:0 Vorsprung aus dem Hinspiel, wo sie sich so sicher schon schienen, ins Ziel zu bringen. Das haben sie nicht geschafft. Bochum auf der anderen Seite, Max hat es gesagt, hat eine Willensleistung gezeigt. Und am Ende ist es dann richtig bitter, dass der Dritte der zweiten Bundesliga, der eine geile Saison gespielt hat, im Elfmeterschießen mit einem verschossenen Elfmeter, okay, es waren zwei, aber der eine, der dann letztendlich zum Nichtaufstieg führt, irgendwie bestraft wird. Ja, aber Kili, darf dir nicht passieren. Du hast, Nein. die haben in der Bundesliga nichts zu suchen, sag ich dir ganz ehrlich. Das klingt jetzt hart, tut mir leid, liebe Fortuna-Stammis, aber die verzocken einen 3-0-Vorsprung zu Hause. Da muss ich einen Daniel Thun an die Nase packen, da muss ich die ganze Mannschaft an die Nase packen. Du musst nur nicht 3-0 verlieren. Ich habe letzte Woche schon mal gesagt, 2-0 verlieren hätte gereicht, 0-2 hätte gereicht, wäre alles okay gewesen. Und das darf dir einfach als Fortuna Düsseldorf nicht passieren. Die haben sich in die Hose gekackt. Das war Ja. Angsthasenfußball, definitiv. Der Bronzeklumpen war da in der Schlüpper drin. Ich bin auch 0% bei Klaus Allofs, der nach dem Spiel sagt, ja, na klar, so ein Bundesligist kann 3-0 mal aufholen. Nee, nee, Der kann er nicht, darf Bundesligist nicht. war mausetot. Ja, Ne? 100%. Also man kann ja jetzt sogar sagen, aus Bochumer Sicht, wenn sie es schön malen wollen, dieser Riemann-Effekt ist dann doch noch eingetreten mit ein bisschen Verspätung, aber er ist eingetreten, dass sie ihn rausgeschmissen haben. Im ersten Spiel war es ja null da. Das war eine blutleere Truppe, die waren mausetot und Düsseldorf bringt sie zurück ins Spiel. So. Absolut, absolut. Um da vielleicht mal den Deckel drauf zu machen, liebe VfL-Stammis, ich freue mich auf 34 Bochum-Tipps mindestens nächste Saison. Das wird geil. Ja, und eine Sache noch von mir, Carsten Meier. Der einzige Fortuna-Spieler in Normalform, der ein überragendes Spiel gemacht hat, der dafür gesorgt hat, dass es nicht 0-4 steht nach 90 Minuten oder 0-5 und dann noch die Eier hat, zu seinem Mitspieler hinzugehen, Das war stark, ihn ja. vom Elfmeterpunkt da aufzusammeln und Richtung Mannschaft zu ziehen. Und zwar direkt. Du Ja. darfst noch nicht vergessen, der war ja auch enttäuscht. Der sieht, der verschießt den, der weiß, ich bin gerade nicht aufgestiegen und das Erste, woran der denkt, ist, den Jungen aufheben. Das wäre ganz, menschlich ganz, ganz stark Ja, von Kassel. große sportliche Geste, faire Geste von ihm und ja. Fortuna vielleicht dann nächstes Jahr. Sie haben eine super Saison gespielt. Ich glaube, sie zählen dann auch zu den Favoriten in der zweiten Liga, wo es wieder ein Hauen und Stechen geben wird um die Aufstiegsplätze. Ja, sowas kann ich auch brechen. Das haben wir Ja. auch schon ein paar Mal gesehen, dass man nach so einer verlorenen Relegation dann vielleicht erstmal sehen muss, dass man die Klasse hält. Kommt auch darauf an, wie viele Spieler du verlierst jetzt im Klar, Sommer. klar. Und wir haben gerade ja auch, um das nochmal zu kurz zu machen, über Kevin Stöger gesprochen. Der ist ja bei den Unionern hoch im Kurs. Das wäre ein Brett, sage ich dir ehrlich. Also der hat eine Menge dafür getan im Rückspiel, dass das Ding nochmal gedreht wird. Der hat eine sehr, sehr ordentliche Bundesliga-Saison gespielt, was man von den meisten VfLern nicht behaupten kann. Und ich würde sagen, das, egal wo der hingeht, das ist auf jeden Fall eine Verstärkung. Ja, stark, 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 stark. Glückwunsch, Bochum. Wir glauben ans deutsche Team so sehr, dass wir uns auf eine verrückte Wette eingelassen haben. Die große Gustavo Gusto EM-Wette. Deutschland kommt mindestens ins Achtelfinale. Oder jede extra luftig Pizza, die zwischen dem 1. Mai und 15. Juni gekauft wird, geht auf uns. Einfach Bon aufbewahren und mitfiebern. Mehr auf pizzawette.de. Gustavo Gusto. Kommen wir zur Nationalmannschaft, mein Bärchen. Und bevor wir drüber reden, gestern war der erste richtige volle Tag bei der Nationalmannschaft. Angekommen waren sie ja, also schon am Tag zuvor. Und Tobi Altscheffel hat eine Sprachnachricht geschickt, was denn gestern so abging. Ach, der Zug von Tobi Altscheffel ist auch noch rechtzeitig angekommen. Mittlerweile ist er angekommen. Super. Er hat es geschafft. Hallo, liebe Stammis. Servus, Kili. Liebe Grüße aus Thüringen. Genauer gesagt aus Weimar, dort sind wir stationiert. Die deutsche Nationalmannschaft ist in Blankenhain und heute war eine öffentliche Trainingseinheit in Jena im Ernst-Abbe-Sportfeld. Dort war einiges geboten, 15.000 Zuschauer, ein richtiges Verkehrschaos und ja, kommt nicht so oft vor, dass sich die deutsche Nationalmannschaft vor so vielen Fans öffentlich in der Einheit zeigt. Heute wollte man damit quasi die EM-Zeit einläuten und das ist gut gelungen. Also viel Jubel für die Mannschaft, für Julian Nagelsmann, für die Spieler, die da sind. Noch fehlen ja einige, unter anderem die Champions League-Finalisten und die Leverkusen-Spieler. Aber ja, großer Beifall. Thomas Müller hat die Welle gemacht, die Laola mit den Fans. Julian Nagelsmann hat sich das Mikro geschnappt, hat sich kurz bedankt bei den Fans fürs Kommen und zuvor hatte er uns schon in einer Pressekonferenz ein bisschen
ausführlicher Rede und Antwort gestanden. Also er hat unter anderem gesagt, für Leon Goretzka ist die Tür mehr oder weniger zu, weil er sich jetzt auf seine Spieler und Nachrücker, die jetzt dabei sind, festgelegt hat. Er hat ausführlich über Vincent Kompany gesprochen, den neuen Bayern-Trainer, quasi den Mann, der auch wegen seiner Absage, wegen seiner Verlängerung beim DFB kommt. Und ja, auch Bernd Neuendorf, der DFB-Präsident, hatte zuvor mit uns geredet, in einer sehr staatstrangen Pressekonferenz, hat von dem Sommermärchen im Jahr 2024 in Deutschland geträumt. Und es ist eine sehr gute Stimmung zu spüren, und so ein Event wie heute, der zeigt auch, ja, der DFB weiß, er hat einiges an Boden gut zu machen bei den Fans. Es wurden sehr viele Autogramme geschrieben, es wurden sehr viele Bälle ins Publikum geschossen. Also man will den Kontakt, den Draht zu den Fans und hofft, dass so das EM-Feuer schon jetzt ein bisschen entzündet werden kann. Bis dann, alles Gute und wir hören uns. Ciao, ciao. Da kommt doch EM-Feeling auf. Schön. Ich finde, der DFB hat das super clever gemacht. Ich habe gesehen, YouTuber Marvin Wildhage war da, hat so getan, als hätte er sich ins Training geschmuggelt. Gamer Brother war auch da, habt ihr auch im Stammplatz ja schon mal gehört. Und das sind Leute, die natürlich junge Leute, die gestern da waren, um die Mannschaft zu sehen und anzufeuern, begeistern können. Das ist kein Zufall gewesen. Und momentan macht der DFB, ich habe das ja ein ganzes Jahr lang kritisiert, was sie da für eine Scheiße bauen mit dieser USA-Tour und allem drum und dran, diesen Heimspielen, die keine waren. Momentan machen die da eine Menge richtig. Ja, und sie haben auch intern eine ganze Menge vor, um den Teamgeist zu stärken mit all den Spielern, die schon da sind und die in den weiteren Tagen auch noch kommen. Heute gibt es um 11 Uhr ein nicht öffentliches Training, also für Zuschauer nicht öffentlich. Journalisten dürfen 15 Minuten hin. Da wird dann auch Tobi Altscheffel wieder seine Beobachtung für euch schildern. Dann gibt es ein Familiengrillfest. Frauen und Kinder sind ja mit in Thüringen am Start. Morgen kommt auch Frank-Walter Steinmeier, unser Bundespräsident. Und dann wird es am Donnerstag noch einen sehr wichtigen, speziellen Termin geben, André. Und darüber hat Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz gestern gesprochen. Da hören wir auch einmal rein. Dann am Donnerstag ist ein, ja, wie ich finde, ein ganz wichtiger Programmpunkt. Wie gesagt, immer neben dem Training. Das Training ist ja klar, das muss ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal sagen, sondern es ist das Wichtigste. Aber am Donnerstag wird die Mannschaft mit dem Sondereinsatzkommando ja so ein Event haben, einen Programmpunkt haben, wo es einfach darum geht, dass man im Sondereinsatzkommando eine Mannschaft vorfindet, die absolut perfekt funktionieren muss, die in allen Situationen Lösungen haben muss, die sich gegenseitig unterstützt, die ein Thema Kommunikation ganz weit vorne ist. Da dürfen keine Fehler passieren. Das ist auf dem Fußballplatz ein bisschen anders. Trotzdem, glaube ich, gibt es da sehr viele Elemente, die uns die Herren und Damen beibringen können, was es heißt, perfekt zu kommunizieren, sich gegenseitig zu schützen, füreinander da zu sein, auch in brenzligen Situationen, wenn mal was nicht gut läuft, immer einen kühlen Kopf zu haben, Lösungen zu finden. Und ich glaube, es wird sehr, sehr interessant. Bin auch dann gespannt. Ich bin selber nicht dabei, sondern es ist wirklich was für die Mannschaft. Bin sehr gespannt, was sie danach berichten. Und ich glaube, da gibt es viele Parallelen oder viele Dinge, die man dann aus sehr kritischen Situationen auf deutlich angenehmere Situationen auf dem Fußballplatz übertragen kann, was den Spielern was bringt. Und da glaube ich, können sie sich sehr darauf freuen. War eine sehr gute Idee von unserem Psychologen, das auch anzubieten. Ich glaube, dass die Jungs da viel rausziehen können. Stell dir vor, du siehst nach der Europameisterschaft eine Doku und dann hast du nicht Graugänse, sondern das SEK drin. Das ist ein bisschen geiler auch. Ja, zielsicher zum Titel. Ja. Ja. Also, ich finde es eine gute Maßnahme, wenn es hilft am Ende. Ja, total. Und auch da, weißt du, nicht stur in eine Richtung zu gucken, die Scheuklappen ein bisschen aufzumachen und sich so ein bisschen auch von allen Seiten Eindrücke zu verschaffen. Ja, aus anderen Lebensbereichen inspirieren lassen. Super, super, super gut. Ich habe, bevor wir das Nationalmannschaftsthema zumachen, ich möchte noch einen Kollegen loben. Und zwar, unsere Reporter alle top, aber schaut mal bei Sportbild auf Instagram, der Kollege Paul Grotenburg, über den haben wir heute schon mal gesprochen, Fortuna-Fan, der kann es gebrauchen, dass man mal ein bisschen gelobt wird hier in dieser Folge, der hat jetzt schon überragenden Content gemacht, ne? Der ist ganz, ganz dicht dran und ihr seid somit auch ganz dicht dran da in Weimar und deswegen guckt da mal rein. Sollen wir dem jetzt auch noch unseren Stammplatz-Instagram-Account geben, vielleicht, dass er da so ein bisschen... Ja, vielleicht schicken wir ihm mal die Zugangsdaten oder zumindest soll er uns mal verlinken, damit wir es teilen können. Das ist eine gute Idee. Paul hört es eh, also Paul, mach mal. Ja. Zum Personal noch ganz kurz, Manuel Neuer soll morgen oder Donnerstag kommen nach Magen-Darm-Infekt und morgen kommen dann auch die Leverkusener und Kapitän Ilkay Gündoğan. Dann noch, André, ein Thema, der ist jetzt gerade auch bei der Nationalmannschaft, zwar nicht im festen Kader aktuell, Brian Gruder von Mainz 05, da gibt es auch viele Transfergerüchte jetzt, der 19-Jährige ist ja in aller Munde, nachdem er Mainz 05 mitgerettet hat, auch zu Recht irgendwie. Die Frage ist,
Was macht er? Die Zeichen stehen eher auf Wechsel. Er hat zwar in Mainz noch einen langfristigen Vertrag, die würden ihn auch gerne halten, aber der ein oder andere Bundesligist, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, die strecken die Fühler aus. Und die Bayern sollen jetzt auch Kontakt aufgenommen haben, da soll es ein erstes Gespräch gegeben haben. Julian Nagelsmann schwärmt ja auch selbst von ihm, sagt, Zitat, er ist extrem kreativ im letzten Drittel, ein ganz feiner Fußballer. 28 Spiele gemacht die Saison, 4 Tore, 3 Vorlagen, Vertrag bis 2026 noch, Marktwert 9 Millionen Euro. Christian Heidel kennt sich aus mit so jungen Talenten, die dann für viel Geld transferiert werden. Leroy Sané damals auch in einem ähnlichen Alter für 52 Millionen transferiert worden. Ja, und die Stammis, die wissen auch schon länger, dass es ein guter ist, denn wir haben ja damals, als die A-Jugendmeister geworden sind, mit Christian Heidel darüber geredet und da war Guda schon Thema. Da war Heidel hier im Stammplatz zu Gast und das war damals schon klar, dass das mal was wird und ja, warum nicht? Also ich finde so ein Modell vielleicht an die Bayern und dann nochmal ein Jahr nach Mainz, warum nicht? Kann man auch machen. Ich sehe ihn vielleicht dann eher auch beim VfB Stuttgart, aber mal gucken, was er macht. Ich glaube auch, dass ihm ein Jahr Mainz noch gut tun würde und da muss man mal schauen. Ansonsten soll bei Asan Kedraogo nur noch die Unterschrift unterm Bayern-Vertrag fehlen. Der Schalker kann ja per Ausstiegsklausel wechseln, die muss bis 15. Juni gezogen werden. Auch da ist so ein Modell möglich. Sie transferieren ihn, lassen ihn aber noch ein Jahr bei Schalke oder halt woanders. Ja, was für einen 17-Jährigen, ne? Nee, ist gerade 18 geworden, glaube ich, auch am meisten Sinn machen würde. Mindestens ein Jahr. Der hat ja jetzt auch die Zweitligasaison nicht voll durchgespielt, auch Verletzungsprobleme gehabt, ja auch bei der Weltmeisterschaft. Von daher denke ich schon, dass man den noch mindestens ein Jahr verleihen kann dann als Bayern. Ja. Schalke auf der anderen Seite übrigens gestern auch einen nächsten Transfer bekannt gegeben. Adrian Gantenbein, ein 23-jähriger Außenverteidiger, kommt aus der Schweiz vom FC Winterthur und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Ansonsten nochmal ein paar schnelle News, André. Mason Greenwood habe ich gelesen, ne? Borussia Dortmund wird heiß. Ja, genau, also Dortmund macht sich darüber Gedanken, was ist, wenn sie Jadon Sancho nicht halten können. Über Borussia Dortmund werden wir jetzt auf jeden Fall die nächsten Tage intensiver sprechen. Wir müssen nur noch 4-mal schlafen bis zum großen Champions-League-Finale. Da müssen wir die Leute jetzt auch mal ein bisschen in Stimmung bringen. Ne? Da hole ich mir schon mal mein altes Matthias Sammer-Trikot von meinem Bruder raus und das ziehe ich mir an am Samstag. Genau, das wird auf jeden Fall ein Thema. Ansonsten Gladbach, die möchten gerne den Vertrag mit Christoph Kramer auflösen. Der Weltmeister soll also raus. Auch da steht irgendwie ein Karriereende im Raum. Wie alt ist der jetzt? 33 ist er. Ja, kann man auch aufhören. Also der hat ja auch alles, der ist Weltmeister. Also, ja, aber Vertrag läuft noch bis 2025, ist einer der Besserverdiener bei Gladbach. Müssen sie ein bisschen Geld mitgeben und dann hört er auf. Ja, was macht er dann? Manager, Trainer, Experte? Der Experte, da wird er genug Geld verdienen, glaube ich. Also wenn sich einer als Experte etabliert hat beim ZDF, dann ist das, glaube ich, Christoph Kramer. Also, ja, und der macht es nun mal wahnsinnig gut. Genau, und da wird er, glaube ich, in Fußballer-ähnliche Sphären mit dem Gehalt kommen, wenn er sich da fest verpflichtet und oft auftritt. Mir gefällt er als Typ sehr, sehr gut. Zu Köln, da ist jetzt offiziell das Aus von Trainer Timo Schulz bekannt gegeben worden, war ja absehbar, der hatte ja nicht mal einen Vertrag für die zweite Liga, hatte Bild auch in der letzten Woche unsere Reporter Mirko Frank und Uli Bauer ja schon berichtet, Zitat Schulz, da wir unser großes Ziel, den Klassenerhalt, nicht erreicht haben, bin ich der Meinung, dass es konsequent und richtig ist, dass jemand anderes einen Neuanfang macht, auch seine Co-Trainer müssen gehen, Nachfolgersuche läuft auf Hochtouren, Christian Eichner vom KSC, der da noch einen Vertrag bis 25 hat, für eine 500.000 Ausstiegsklausel aber gehen könnte, ist aktuell der große Favorit. Ah, dürfen den Trainer transferieren? Ja, alles andere geht ja nicht. Das würde mich immer interessieren. Also, ne, kann anscheinend man, geht das, ja. Also, da würde ich mich als Christian Eichner vielleicht auch fragen, habe ich in Köln bessere Möglichkeiten, um Aufstieg zu spielen nächste Saison als in Karlsruhe? Vielleicht minimal, aber auch nicht viel. Interessant auf jeden Fall, interessante Wahl. Lautern, die haben schon einen neuen Trainer für die Saison, nicht Friedhelm Funkel, sondern Markus Anfang heißt er. Genau, Markus Anfang ja zuletzt bei Dynamo Dresden gewesen, da den Aufstieg verpasst, musste dann auch kurz vor Saisonende gehen. Ja. Bin ich gespannt, ob das passt. In Leverkusen dürfte in den nächsten Tagen der erste Neuzugang offiziell bekannt werden. Alex Garcia steht auch im Kader der spanischen Nationalmannschaft für die EM. Girona-Kapitän, super Saison gespielt, Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro. Das wäre dann der vierte Topmann für die Doppel-6. Dann haben die da Xhaka, Andrich, Palacios und den Garcia rumlaufen. Heidi Witzka. Ich meine, Alonso ist ja dafür bekannt, dass er quasi die komplette Mannschaft auswechselt jedes Mal. Muss er dann ja auch haben, solche Qualität, wenn es um die Champions League geht, ne? Hundertprozentig. Also das ist ein Riesentransfer, ein sehr guter Mann. 26 Jahre alt, kommt auch erst ins beste Fußballeralter. Das hat Peter Gulaschi wahrscheinlich schon überschritten. Aber er kriegt nochmal ein weiteres Jahr
Vertrag in Leipzig, ein Jahr vorzeitig verlängert, den Vertrag bis 2026, schon über 300 Pflichtspiele gemacht für RB, der Ungar. Bin gespannt, in welcher Rolle nächste Saison. Martin van der Voort kommt ja als Torwart und den haben die ja extra 2 Jahre noch in Belgien gelassen, damit der da Erfahrung sammelt. Und dann bin ich mal gespannt, ob der jetzt im Tor stehen darf bei RB oder ob Gulaschi nochmal ein Jahr Torwart ist und der quasi jetzt in Leipzig auch nochmal ein Jahr rangeführt wird. Klar ist dann aber auch, Blaswig muss weg. Das stimmt, ja. Einer ist zu viel. Hat ja Ruven Schröder damals auch hier in Stammplatz gemacht. Ja, hundertprozentig. Ich erinnere mich an das Interview, was wir da hatten. Genau. Gut, dann machen wir für heute den Deckel drauf. Morgen werden wir euch noch über ein geiles Geschenk berichten, was uns schon wieder erreicht hat von ein paar Stammplatzhörern. Wahnsinnig. Also ich hoffe, das ist ein Geschenk für uns von Stammplatzhörern, aber es liegt in unserem Büro und steht was drauf, was uns treffen könnte. Ja, und hinten ist auch ein Brief drauf, den habe ich schon gelesen. Ah, okay. Ich war ja heute nicht da. Wir haben hier ein Foto posten auf unserem Instagram-Kanal, also da lohnt sich das Reihenfolgen jetzt schon. Und morgen alles zu dem schönen Geschenk hier in der Folge. Liebe Stammis, auch heute wieder emotionale Folge. Ihr merkt, dass so ein bisschen aufgekratzt sind wir noch, denn so ein Spiel, egal wie es ausgeht und auch wenn man seinen eigenen Verein nicht drin hat, lässt einen ja nicht kalt und deswegen freuen wir uns, wenn ihr uns eine schicke Bewertung da lasst. Ne? Lasst uns Liebe da auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Das ist nett von euch. Dankeschön. Und damit Deckel drauf. Ciao, ciao. Ciao, Freunde. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.